Willkommen zurück auf dem Waisenhausplatz. Ich habe weitere neue Gäste bei mir hier am Digitaltisch. Und das nächste Thema: Bedürfnisse im Wandel. Wie gelingt eine erfolgreiche Digitalisierung am Puls der Bevölkerung? Der digitale Wandel betrifft uns alle, das ist uns längst klar. Aber die letzten 2 Jahre, die haben ja regelrecht einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Wie nehmen wir denn alle mit und wann ist die Digitalisierung erfolgreich gelungen? Damit möchten wir uns in der nächsten halben Stunde beschäftigen. Ich begrüße bei mir am Tisch Herr Alec von Grafenried, seit 2017 Stadtpräsident. Sie haben heute Morgen auch den Berner Digitaltag eröffnet. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Dann haben wir zu meiner Linken Michael Ebersold, Gemeinderat der Stadt Bern und Direktor für Finanzen, Personal und Informatik. Herzlich willkommen. Merci. Dann haben wir hier in Pink, wunderbar, guten Morgen, Alenka Bonach vom Staatslabor, Mitgründerin und Co-Geschäftsleiterin. Das Staatslabor unterstützt den Staat dabei, kollaborativer, mutiger und auch offener zu werden. Herzlich willkommen. Merci beaucoup. Guten Morgen. Und Matthias Dobler, er ist Unternehmer und bekannt für den E-Finger, die Kaffeebar und den Coworking Space in der Stadt Bern. Und er beschäftigt sich schon lange mit Stadtentwicklung. Aber dies nicht allein, sondern immer in Partizipation. Herzlich willkommen. Merci vielmals. Meine erste Frage richtet sich an Sie, Herr von Grafenried. Ja, Digitalisierung. Wann ist die Digitalisierung für Sie erfolgreich am Puls der Bevölkerung? Ja, ich finde ja immer, man muss auch zurückschauen, nicht nur in die Zukunft schauen. Die Zukunft ist immer etwas unsicher, weil man sie nicht kennt, weil sie eben in der Zukunft liegt. Aber wir können ja aus den Erfahrungen lernen. Und aus den Erfahrungen lernen wir, die Digitalisierung bringt mehr Komfort, mehr Qualität, ein besseres Dienstleistungsniveau. Und sie ist durchaus erfolgreich. Sie schafft auch bessere Jobs, bessere Arbeitsbedingungen für alle. Also in der Vergangenheit war die Digitalisierung sehr erfolgreich. Und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie auch in Zukunft vor allem positive Effekte bewirken wird. Und ich wehre mich immer dagegen, dass man sagt, die Zukunft ist schwierig, die Digitalisierung wird... Wir haben Digitalisierung seit 30 Jahren und es wird so weitergehen. Und wir dürfen durchaus darauf vertrauen, dass es ebenso positiv weitergehen wird wie bisher, dass wir bessere Dienstleistungen haben, dass wir mehr miteinander kommunizieren, dass wir näher zusammenrücken, wie wir das in der Vergangenheit auch schon erlebt haben. Näher zusammenrücken ist ja ein großes Stichwort. Frau Bonach, Sie beschäftigen sich ja gerade damit, Leute zusammenzubringen, die Stadtverwaltung näher zusammenzubringen. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Wie müssen wir uns die Arbeit konkret vorstellen? Also wir arbeiten mit Verwaltungen sowohl auf Bundesebene, Kantonsebene und Staatsebene. Und wir merken, dass es gut läuft, dass sehr viele Sachen gut unterwegs sind. Allerdings ist es auch so, dass Kollaboration zwischen den Verwaltungen und zwischen Verwaltungsebene immer noch so ein Challenge ist. Wie wir konkret arbeiten, es kommt darauf an, auf welcher Ebene. Auf Staatsebene sehr viel mit nutzerzentrierten Ansätzen. Das heißt, wir versuchen, Dienste zu entwickeln mit Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen, Einwohner. Das Beispiel es gab eine schöne Kollaboration Kanton-Stadt Bern im Bereich Gleichstellung. Es heißt Werkplatz Egalität. Es ist eine Plattform, wo Berner Unternehmen sich an die Entwicklung dieser Plattform wirklich beteiligt haben. Das heißt, es wurde entwickelt auf 2 Ebenen und dann mit den Nutzerinnen und Nutzern. So arbeiten wir beispielsweise. Heißt das, kennen Sie das Staatslabor und sind Sie auch schon beteiligt gewesen? Nein, ich kenne die Plattform, das Staatslabor nicht. Aber was mir natürlich sehr gefallen hat, ist das Stichwort Beteiligung. Also für mich gibt es eine Digitalisierung der Beteiligung. Die Menschen müssen mitgenommen werden. Eben für Sie haben jetzt die Wirtschaft genannt. Für uns ist es vor allem die Bevölkerung, die wir mitnehmen müssen im Wissen darum, dass der Mensch im Zentrum steht und dass es immer auch noch einen nicht digitalen Zugang zur Stadtverwaltung braucht. Wie stellen Sie das sicher?
Ja, im Moment betreiben wir, meine Direktion, eine Telefonzentrale. Da gehen täglich Hunderte von Telefonaten ein. Menschen, die haben Sorgen, die haben Fragen. Und das Ziel ist, das meiste umzulenken, digital zu machen. Aber es wird immer einen Teil von Menschen geben, die das nicht kommen, die die Digitalisierung wahrscheinlich nicht so schnell mitmachen können, wie das planen. Und da braucht es halt eben noch jemand, der dann das Telefon abnimmt oder an einem Schalter zur Verfügung steht. Das heißt, wir müssen Brücken schaffen, sozusagen. Aber wir müssen auch die Digitalisierung einfacher machen und einfacher zugänglich machen. Und wenn es natürlich zu kompliziert ist, dann hängen die Leute ab. Also ich habe heute Morgen schon das Beispiel gebracht, E-Banking, das war für mich, also wenn man einen 10-stelligen Code irgendwie abtippen muss oder so, das war für mich viel zu schwierig. Da habe ich gesagt, dann mache ich es lieber analog. Jetzt, seit ich die Zahlungen auf dem Handy machen kann mit Face ID, es geht viel schneller, es ist viel einfacher und sogar ich beherrsche das. Und deswegen müssen wir die Digitalisierung natürlich viel einfacher machen, zu den Menschen bringen und die Menschen auch an die Digitalisierung heranführen. Aber sie werden den Mehrwert sofort spüren. Und dann, finde ich, müssen wir auch analoge Dienstleistungen möglichst einfach haben. Ein Beispiel ist, wir haben Billetautomaten in der Stadt Bern. Und ein Billetautomat ist ein Computer. Jetzt, wenn wir den Leuten sagen, entweder löst ihr die Billets auf dem Handy, dann sind sie überfordert oder stark gefordert. Die Leute, die Schwierigkeiten haben, das Handy zu bedienen. Oder ihr macht es an Billetautomaten. Und dort sind sie genau gleich gefordert, weil eigentlich ist die Maske sieht sehr ähnlich aus wie auf dem Handy. Deswegen müssen wir die analogen Angebote viel einfacher machen. Aber wir müssen auch die Angebote, die mobilen Angebote viel einfacher machen, an die Leute herantragen, dass sie nachher sagen, so wie ich mit dem E-Banking, es ist so einfach, jetzt mache ich das auch. Es soll gäbig sein. Und nahe an der Bevölkerung. Das hat mal ein berühmter Mann gesagt. Nahe an der Bevölkerung. Wir gestalten ja solche Dienstleistungen oder Produkte für uns als Menschen. Wie können wir jetzt wirklich die Leute beteiligen und mit einbeziehen? Matthias Dobler. Ja, das geht so in die Frage, eben, also wie können wir die Partizipation gestalten, dass möglichst viele Menschen sich engagieren können. Ich glaube, aus meiner Erfahrung, aus den Projekten wie Effinger oder Urbane Dörfer und so weiter, wo wir immer bottom-up versuchen, Orte zu kreieren, die eben für die Nutzer geschaffen sind. Und das machen wir eben durch das, dass wir die Nutzer von Beginn weg involvieren. Aus meiner Erfahrung braucht es immer entweder einen, im Startup-Wesen sagen wir, einen Pain, einen Schmerz, also etwas, das die Menschen dazu bringt, eine Veränderung zu wollen. Oder aber wir gestalten einen Purpose, einen Hoffnungsort, einen Sehnsuchtsort und sagen, hey, da könnten wir hin. Also entweder etwas, das uns zieht oder etwas, das uns drängt. Das sind so die zwei Punkte, die ich sehr wichtig finde, um Leute mit auf den Weg nehmen zu können. Jetzt Beteiligung, ist das dann nur irgendwelchen Menschen, die viel Zeit haben, steht das nur Ihnen zur Verfügung, können sich beteiligen oder welche Grundlagen müssen denn geschaffen werden, dass wir uns als Bürger und Bürgerinnen auch wirklich echt einbringen können? Ja, ich glaube, zentral ist, dass die Bürger und Bürgerinnen wissen, es hat etwas mit meinem alltäglichen Leben zu tun. Und ich glaube, es ist zentral. Wir haben ganz große Fragestellungen auf der Stadt- oder Nationenebene. Und da können sich viele Leute vielleicht nicht damit identifizieren. Aber ich finde gerade so kleinräumigere Formate wie mein Quartier, meine Stadt, oder wir sprechen ja oft jetzt auch von einer 15-Minuten-Stadt, also die Komplexität von einer Stadt reduziert auf einen kleinräumigen Raum, wo ich oder als Bewohner vielleicht eben wohne und dort miteinander dann die Fragestellungen zu erörtern, was könnten wir in diesem Quartier verbessern und das möglichst Niederschwellung, nicht immer digital, sondern eben auch analog. Das finde ich ganz wichtig. Ich hatte heute Morgen einfach zum an dem auch anschließen, ich hatte heute Morgen eine Begegnung mit einer sehr charmanten älteren Dame, die hat mich gefragt, welches Tram das sie nehmen muss. Und dann habe ich auf das Handy geschaut und hat gesagt, ja, ich kann mit dem allem nichts anfangen. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es auch eben schön ist, wenn nicht jeder eigentlich in sein Smartphone schaut, sondern dass es eben auch zum Austausch führt, wenn wir miteinander eben herausfinden müssten, wohin wollen wir gehen. Und darum, Digitalisierung ist nicht die Lösung für alles. Manchmal braucht es ganz einfache, analoge Möglichkeiten, eben, wo man miteinander sprechen kann.
möchte noch etwas sagen zur 15-Minuten-Stadt. Das ist Paris, 15-Minuten-Stadt. Also die wollen irgendwie von der 1-Stunden-Stadt zur 15-Minuten-Stadt. In der Stadt Bern wollen wir eine 5-Minuten-Stadt. Also genau. Wir haben die Stadtentwicklung auch darauf ausgerichtet, dass man wirklich alles direkt in der direkten Nachbarschaft erledigen kann, dass eben auch Läden, die Versorgung, die Schulen, Bildungseinrichtungen, dass das alles in 5 Minuten erreichbar ist. Also wir wollen in Bern die 5-Minuten-Stadt. Und zur Beteiligung, also das wollen wir genau machen. Und dafür haben wir in der Fusion mit Ostermundigen ein Modell vorgesehen, dass über die Stadtteilkommission wirklich Ostermundigen die Angebote in Ostermundigen selber definieren kann. Das haben wir vom Staatslabor gelernt, dass es ein großes partizipatives Budget gibt, das wir dem Stadtteil zur Verfügung stellen werden. Und das werden sie dann eben im Stadtteil selber auch einsetzen und damit die Rahmenbedingungen für den Stadtteil Ostermundigen verbessern. Ich finde, es ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Begegnungsmomente, es schafft auch Vertrauen im Staat, in den Prozessen, es macht die Arbeit der Verwaltung sichtbar, Leute, die wirklich auch als Verwaltung angestellte, die hart arbeiten, und das sind schöne Prozesse und es ist sehr wichtig, dass es mehr davon gibt. Begegnungsorte gestalten, nicht nur offline, aber auch digital. Herr Ebersold, ich habe eine Frage für Sie. Würden Sie der E-Partizipationsplattform für die breite Bevölkerung, würden Sie der zustimmen und sie unterstützen, wenn der Zugang einfach und gäbig wäre? Ja, ergänzend schon, aber eben, ich bin heute vielleicht etwas der Spielverderb. Ich sehe Leute, die sitzen zusammen am Tisch und jeder startet in sein Handy, oder? Und man teilt sich über WhatsApp mit, was man gerade denkt. Also das ist schon noch eine Herausforderung, eben auch, dass die ganze Menschlichkeit nicht verloren geht mit dieser Digitalisierung. Also ich finde es eben ergänzend wichtig, dort, wo ich als Mensch eine Dienstleistung brauche, dann gehe ich gerne auf SEP, E-Banking war genannt, wenn ich irgendwo zu den Steuern etwas ausfüllen muss, mich anmelden will oder ein Kind für die Schule, dann ist es etwas zwischen mir und der Verwaltung. Und sobald mehr Menschen betroffen sind, kann eine App helfen, in einer Überbauung ein Zimmer zu reservieren oder ein E-Bike zu mieten, auch wieder etwas zwischen mir und einem Ding. Und sobald Menschen betroffen sind, denke ich, dürfen wir wirklich nicht vergessen, den Austausch, zusammensitzen, sprechen. Von uns hat jetzt niemand ein Handy vor sich. Und deshalb ergänzend, ja, dort, wo es Dienstleistungen sind, die wirklich das Leben einfach machen für die Menschen, für die Verwaltung auch, aber dort, wo es darum geht, zusammen eine Überbauung, oder wollen Sie nicht nur noch digital miteinander kommunizieren, dort wollen Sie vielleicht auch mal zusammen eine Bratwurst auf den Grill legen, und das geht zum Glück digital noch nicht. Wir streiten ja viel im Gemeinderat, und da würde ich jetzt vehement widersprechen, und es geht eben darum, mehr Qualität in die menschlichen Beziehungen hineinzubringen, und ich habe nicht so viele Beispiele. Ich bringe darum noch mal das gleiche Beispiel wie heute Morgen, oder an der Mikrokasse. Oder an der Mikrokasse gibt es schöne menschliche Begegnungen. Leider ist die Kassiererin damit beschäftigt, die Waren durchzuwinken. Und ich bin damit beschäftigt, die Waren aufs Rollband zu legen und dann wieder in meine Taschen zu packen. Und das ist nicht eine qualitätvolle Bewegung. Aber wenn wir jetzt den Bezahlprozess digitalisieren, dann hat die Kassiererin plötzlich Zeit, mit mir zu sprechen und mir zu sagen, aber diese Bio-Joghurts, die sind dann nicht vegan, sondern die sind nur vegetarisch. Hier hätten wir noch ein veganes, und dann wird das plötzlich, und dann sage ich, ich bin nicht so vegan, ich bin mehr vegetarisch, das ist alles nur fiktiv. Aber dann haben wir einen qualitätvolleren Austausch, und ich will in diese Qualität hinein. Also ich will eigentlich von diesen trivialen Begegnungen weg zu qualitätvolleren Begegnungen. Das schafft die Digitalisierung, das ermöglicht die Digitalisierung. Dort wollen wir hin. Aber das ist genau das, was ich auch meine. Das eine tun und das andere nicht lassen. Ich habe einen Bericht gesehen aus Frankreich. Dort werden jetzt speziell Kassen eingerichtet, wo man weiß, dass man mit der Frau sprechen kann, mit dem Mann sprechen kann, dass man eben Zeit hat. Also das ist schon so, das heißt dann eben auch, Digitalisierung bedeutet nicht einfach Geld sparen, oder, sondern mehr, bessere Qualität für das gleiche Geld erbringen, und eben beides ergänzt sich. Ich will nur sagen, einfach nur noch alles digital über Handy und so weiter, das geht nicht, aber ich glaube, das will auch niemand.
Ich habe ein digitales Tool hier auf dem Tisch, weil auch weitere Menschen mit uns diskutieren können. Und ich habe eine weitere Frage erhalten. Wie können denn Digitalisierungsprojekte rascher und in kleinen Häppchen besser gestaltet werden, anstatt jahrelang und aufwendig daran zu arbeiten? Ich glaube, Sie beide haben da mit verschiedenen Laboransätzen gewisse Erfahrungen. Was können Sie da teilen? Was sind das für neue Methoden, damit wir vielleicht auch etwas schneller zum Ziel kommen? Also wenn man sagt es so schön, wenn man einen Elefanten essen will, soll man ihn in Stücke hauen. Ich will keinen Elefanten essen, aber wenn wir von Transformation von Firmen sprechen, dann kann es mal einen guten Ansatz sein, wenn wir sagen, okay, wir beginnen mit einer Abteilung und wir lernen und wir machen es den anderen schmackhaft, dass sie auch dahin wollen. Ich spreche jetzt nicht von Digitalisierungsprozessen in der Verwaltung oder so, ich sehe es nur jetzt in der Stadtentwicklung, wo ich denke, dass gerade eben die kleinräumigen Ansätze und das schnelle unternehmische Mindset, einfach mal Dinge tun, um daraus zu lernen, anstelle lange Konzepte zu schreiben, dass dort ein großes Potenzial liegt, weil dann entdecken die Menschen, und das ist ganz zentral bei der Partizipation, ihre eigene Wirksamkeit wieder und ihre Gestaltungskraft. Und das ist das, was sie eigentlich wollen. Und ich finde, die Digitalisierung dient im besten Fall, ist ein Hilfsmittel, dient dazu, dass die Menschen sich beteiligen können an Stadtgestaltung und Verwaltung. Und darum sind kleinräumige Formate und schnelles Testen, Umsetzen, daraus wieder lernen, sind sehr, sehr hilfreich. Weil sonst geht es zu lange und man verliert die Leute, weil sie verstehen dann das nicht, warum das 5 Jahre geht. Und dann haben sich ja die meisten Sachen schon wieder verändert. Genau. Was sind Ihre Erfahrungen aus dem Staatslabor? Ja, um das zu ergänzen, ich glaube, es ist wichtig, Raum zu schaffen für Innovationsprojekte, für kleinere Projekte, die auch scheitern können. Es ist aber wichtig, dass es nicht allzu klein wird, sonst scheitert es. Oder wenn man an mangelnden Ressourcen, an Zeit, an politisches Commitment, je nachdem, und das ist so Death by Pilot Project, oder es braucht kleinere Projekte, wo man sagen kann, ja, wenn es schief läuft, dann haben wir es probiert. Es muss ab und zu schief gehen, dass man Fortschritte macht, aber auch nicht allzu klein denken, weil sonst sieht man nicht mehr. Also es ist ein Balanceakt zwischen nicht zu klein, weil es soll ja die Aufmerksamkeit erwecken. Ja, aber trotzdem mutig, ambitioniert, das ist wichtig. Aber große Projekte brauchen einfach auch ihre Zeit. Als ich ein Kind war, das ist 50 Jahre her, als ich ein Kind war, haben wir geträumt von der Videotelefonie. Und das war Science Fiction damals. Haben wir gesagt, irgendeinmal kommt die Videotelefonie. Und sie ist gekommen, es ist halt 30, 40 Jahre gegangen, bis sie da war. Aber ich war dann sehr erstaunt, als ich auf, das war noch ein, die kanadische Smartphone-Case, was es nicht mehr gibt. Ja, ist ja gleich. Also es war auf meinem ersten Blackberry. Auf meinem Blackberry habe ich plötzlich gemerkt, jetzt kann ich Videotelefonieren und war völlig begeistert. Aber das ist 30, 40 Jahre gegangen. Das sind auch große Entwicklungen. Und heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, was wir machen. Also wie wäre die Pandemie gewesen ohne Videotelefonie, oder? Und im Jahr 2000 hat Jens Alder, der war damals CEO von der Swisscom, hat gesagt, das bringt die Zukunft. Und er hat gesagt, und im Jahr 2000 hatten wir alle noch einen iPod, einen Fotoapparat, ein Telefon, einen PC, wir hatten alles zusammen. Und Jens und die Swisscom, das Swisscom-Management hat gesagt, also was kommen wird, ist, alles wird in einem Gerät sein. Wir werden nicht mehr 10 verschiedene Geräte haben, sondern nur noch ein Gerät. Und es ist nur noch 7 Jahre gegangen und dann wurde das Smartphone erfunden und wir hatten alles in einem Gerät. Was Sie auch noch gesagt haben, die Sprachbarrieren werden verschwinden. Das war im Jahr 2000, haben Sie gesagt, die Sprachbarrieren werden verschwinden. Wir werden nach China gehen und wir werden in China auf Berndeutsch reden und die Chinesen werden uns auf Chinesisch antworten und wir werden es verstehen. Wir sind noch nicht ganz da, aber in 2 Jahren sind wir soweit. Also dort ist es etwa 25 Jahre gegangen. Große Projekte brauchen auch viel Zeit, aber wir dürfen... Eben, wir müssen hinsehen und es wird kommen, die Entwicklungen werden kommen und die Beschleunigung ist enorm. Große Projekte brauchen ja immer auch wieder Fokus. Wie setzen wir denn die richtigen Prioritäten?
Ja, wir haben in diesen Strategieprozess jetzt sehr viel investiert und wir haben gesagt, was wir machen müssen, eben, dass es gäbiger wird. Was wir machen müssen, ist, wir haben sehr viele fraktionierte digitale Lösungen jetzt. Und was wir machen müssen, ist, dass wir die zusammenfassen müssen. Also was in der Hardware bereits passiert ist mit dem Smartphone, ich nehme es jetzt nicht nach vorne, weil wir sind ohne Smartphone hier, sonst wird der Herr Rebersold nervös. Aber was wir machen müssen, ist, dass wir eigentlich auch unsere Umgebung vereinfachen. Und eigentlich das Ziel wäre, dass ich alle öffentlichen Dienstleistungen in der gleichen Umgebung erreichen kann. Dieses Ziel haben wir uns gesetzt und das wollen wir erreichen, aber nicht in 20 Jahren, sondern vielleicht in 5 Jahren. Ich glaube, es gibt ja auch diverse Kehrseiten von der Digitalisierung. Klar, wir profitieren, wir haben in den letzten zwei Jahren vor allem auch profitiert. Jetzt, ich denke mal an viele Leute, die auch angestellt sind. Eine weitere Frage an Sie gerichtet. Müssen wir uns denn jetzt davor fürchten, dass wir keine Arbeitsplätze mehr haben? Oder wie nehmen wir die Leute mit? Also es wird immer Arbeitsplätze geben. Aber es ist natürlich schon ganz eine berechtigte Befürchtung. Es wird andere Skills brauchen. Oder? Ja, ja, digital braucht es eben Leute, die dann am Computer sitzen, die Maschinen nur noch steuern und nicht mehr selber stanzen. Oder? Abfallentsorgung, also ganz viele Sachen in unserem täglichen Leben, die werden automatisiert, die werden digitalisiert und eben, ich glaube schon, das ist die riesen Herausforderung, die Leute mitzunehmen, die noch nicht sogenannte Digital Native sind, die sich daran gewöhnen müssen und die bis jetzt eben einen Arbeitsplatz hatten ohne Computer. Das gibt es auch bei der Stadtverwaltung, oder? Aber die haben zum Glück ein Handy und jetzt diese Transformation zu machen. Ja, ja, aber das wird immer noch ein Telefon anders angeschaut. Diese Transformation zu machen. Aber um zum E-Banking zurückzukommen, es ist möglich. Ich war gestern bei meiner 91-jährigen Mutti, die hat ein iPhone und die hat gesagt, sie wolle jetzt das Banking digital machen und dann bin ich bei die Registrierung viel zu kompliziert, habe ich hier gemacht, aber wenn es mal funktioniert, kann das scannen und bezahlen, kein Problem. Und eben hier auch wieder dieser Link digital, analog, es braucht Menschen, die diesen Einstieg auch mit unterstützen, damit das gelingt. Und die Jobs werden besser sein, wir werden bessere Jobs haben. Als ich jung war, und ich bin jetzt eben ein alter Mann, aber als ich jung war, da gab es Heerscharen von Datatypistinnen. Die haben hirnlos Texte eingetippt, die haben nur getippt den ganzen Tag und nur reproduziert, was irgendwo abgeschrieben, Texte abgeschrieben, Diktattexte abgeschrieben. Und das waren Zehntausende, Hunderttausende in der ganzen Schweiz, die waren Datatypistin. Dieser Job ist völlig verschwunden, aber es ist nicht schade. Es war ein unmöglicher Job, der unglaubliche Anforderungen an die Disziplin gestellt hat, der sehr beschränkte Gestaltungsmöglichkeiten mit sich brachte, der sehr wenig intellektuelle Eigenleistung erforderte. Und glücklicherweise ist dieser Job weg. Das ist ein sehr mühsamer Job. An einer Migros- oder Coop-Kasse zu arbeiten, das ist eine sehr repetitive, nicht sehr lustige Arbeit. Und ich möchte lieber, dass die Leute in den Läden die Menschen begrüßen können, die Kundinnen und Kunden begrüßen können und in eine echte Interaktion treten können und dann haben wir auch mehr Wert im gesellschaftlichen Zusammenleben und das macht die Digitalisierung möglich. Ich möchte doch nochmals zurückkommen. Was machen Sie denn jetzt konkret? Wie unterstützen Sie die Leute, die wirklich konfrontiert sind in der Stadtverwaltung? Also muss ich ehrlich sagen, sie sind wirklich am Anfang, aber auch weil dieser eben Wechsel nicht so schnell geht, oder? Und weil Leute, die jetzt nachkommen, die machen bei uns eine Lehre. Da gibt es ganz neue Berufe, eben ausgerichtet auf diese Digitalisierung. Und auf der anderen Seite, ja, wir haben all diese Gärten und Perke und so. Und da braucht es auch in Zukunft Leute, die handwerklich arbeiten. Also es ist wirklich auch hier ein Transformationsprozess. Ich glaube wirklich, die Schwierigkeit ist dort, wo Arbeitsplätze verloren gehen und nicht mehr ersetzt werden,
Stadtpräsident zu Recht gesagt, langweilige Arbeitsplätze oder den Abfallsäcke aufzuladen, das ist nicht lustig, das ist gesundheitsschädigend. Also gibt es dann in Zukunft Container, das heißt, es braucht dann noch Leute, die fahren, aber nicht mehr die aufladen. Was passiert mit diesen Leuten? Was passiert auch mit Leuten, die dann eben im Arbeitsmarkt etwas mehr Mühe haben? Diese Frage ist schon noch nicht beantwortet. Ich fand auch noch schön den Beispiel von Ihrer Mutter, weil es zeigt, dass auch ältere Menschen digital affin sein können und auch mehr sind, als was sie glauben. Das ist nur so in Parenthese. Aber wenn wir meinen Nutzer zentriert und das vielleicht so in diesem Bereich zu bleiben, meinen wir auch die Staatsangestellte. Nicht nur Nutzerinnen, Nutzer, Einwohnerinnen, Einwohner, sondern wirklich auch Personen, die mit den Tools arbeiten müssen. Den muss man auch beteiligen an so einem Prozess, um zu verstehen, was brauchen die wirklich bei deren Arbeit. Und dann macht so eine Transition auch einfacher und menschlicher für Personen, die auch wirklich wichtige Veränderungen durchmachen müssen. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Digitalisierung ist ja erfolgreich oder nicht. Was wünschst du dir, Matthias Dobler, für die Stadt Bern? Was ich wünsche mir für die Stadt Bern, ich möchte einen Vergleich machen. Ich bin gerade umgezogen und da bringt es mit sich, dass man ganz viele Bilder wieder neu irgendwie an die Wand hängen darf. Und dann ist immer die Frage, was für ein Befestigungsmaterial braucht man. Und ich könnte mich jetzt mit den Nachbarn dann über die Schrauben austauschen, die ich irgendwie eben da eingesetzt habe, und einen Tag der Schraube ausrufen. Oder aber ich spreche über das Bild. Und wenn ich auf das Bild schaue, dann schaue ich auf ein co-kreatives Bern, ein Bern, das erlaubt, dass Bürger und Bürgerinnen kleinräumig eben vielleicht die Straße adoptieren und etwas verändern, und dass dafür Raum geschaffen wird. Und die Digitalisierung ist dann wieder das Tool, das Hilfsmittel, das ich dazu brauche. Und dann macht es das für die Leute auch einfacher, weil es ist ein anderes Narrativ. Es ist nicht die Frage, möchtest du digital werden oder nicht, sondern man nutzt halt die Digitalisierung als Tool, um eben die eigene Straße oder dort, wo man wohnt, eben zu verändern. Also das wäre mein Wunsch, eine co-kreative Stadt mit Mitbeteiligung der Bevölkerung, einfachen, kurzen Wegen zur Verwaltung zum Beispiel. Und wie nehmen wir denn alle mit? Es gibt gut gebildete Leute, weniger gut gebildete Leute. Es gibt Menschen, die haben vielleicht gar keine Möglichkeit aufgrund von Behinderungen etc. Und wie machen wir das zugänglich, dass wir alle mitnehmen und niemanden zurücklassen? Also wir nehmen alle mit, und ich denke, gerade Menschen mit Behinderungen, die machen alles digital. Also ein Rollstuhl ist auch ein Computer. Es gibt, ich habe gehört, heute Nachmittag gibt es einen Stand mit neuen digitalisierten Rollstühlen, die Treppen besteigen können. Also das bringt auch für Menschen mit Behinderungen große Vorteile. Und wir nehmen sie mit, indem wir ihnen den Zugang eröffnen, eben wie Michael jetzt gestern einen Nachmittag lang mit seiner 91-jährigen Mutter E-Banking geübt hat, indem wir ihnen solche Angebote eröffnen. Das gibt es bereits, solche Angebote, beispielsweise die Post wird jetzt dann auch den Postpark umbauen, und im Postpark Terminals schaffen, die nicht allein bedient werden müssen, sondern wo man unterstützt wird, dass man an diesem Terminal beispielsweise eben Päckli aufgeben oder Zahlungen macht oder so, alles digital erledigen kann, aber assistiert, unterstützt, und dass die Menschen herangeführt werden und eben von solchen Angeboten dann mehr und mehr auch profitieren können. Denn ich bin überzeugt, die Digitalisierung nützt allen und bringt eben die Vorteile allen. Und es sind auch alle in der Lage, und es sind auch alle darauf angewiesen, eben mit der Digitalisierung umgehen zu können. Ohne geht es heute nicht mehr. Vielen Dank. Ich glaube, wir kommen schon langsam zum Schluss. Wir haben es gehört, die Bedürfnisse sind im Wandel. Wir alle sind betroffen. Wir haben auch mit dem Berner Digitaltag gibt es die Möglichkeit, sich mit neuartigen Sachen auseinanderzusetzen, Dinge auszuprobieren, um vielleicht auch die Hemmschwelle zu überspringen und sich mit diesen neuen Formen auch vertraut zu machen. Heute mitdiskutiert am Tisch Herr Alec von Graffenried, danke, dass Sie da waren. Frau Bonach, sehr gerne. Merci vielmals, dass Sie danke, da sind. Matthias Dobler, schön sind Sie da gewesen. Und merci. Herr Michael Ebersold, danke vielmals. Danke, sehr gerne. Weiter geht es in einer Viertelstunde mit dem nächsten Panel hier auf dem Waisenhausplatz. Ich freue mich, Sie wieder zu begrüßen, und bin gespannt, was uns das nächste Panel für neue zukunftsweisende Themen vielleicht mit auf den Weg geben wird.
Merci vielmals.